Okay, ich bin auch am Start. Ja, ja, schön, Sinan. Das hat aber gedauert. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Gut, ich bin wieder auf 96% meiner Leistungsfähigkeit, würde ich sagen. Geil. Ja. Wichsen ist wieder drin. Ja, das musste ich auch zwischenzeitlich mal 3 Wochen pausieren. Da sind mir fast die Eier explodiert. Aber wollte ich gerade sagen. Das kriegen wir doch schon aus der Nase raus. Ja, ich habe 3 Kilo Muskelmasse abgenommen und 4 Kilo Sperma gehortet. Eiweiß. Alter, das war jetzt. Und wir haben original noch mehr Zuhörer. Hatten wir nicht auch 10-jährige Zuhörer? Das, Jungs, das habt ihr gerade nicht gehört, was der Sinan gesagt hat. Ich hab nichts Schlimmes gesagt. Ich habe nur gesagt, mein Körper hat gewisse Flüssigkeiten angespart für gute Zeiten eigentlich. Ja. Mein Mic ist ein bisschen laut. Moment. Ich muss kurz unter den Tisch mal. Ey, ich habe mal eine Idee. Wollen wir uns mal wieder vorstellen? Ich glaube, wir haben ziemlich viele neue Hörer und die wissen alle gar nicht so, wer wir sind. Gerne. Okay. Ich bin jetzt auch ein bisschen leiser. So. Wer fängt denn an? Ja. Fang du doch mal an, Sinan. Wer bist du? Okay, ich bin Sinan Kurtuluş. Ich betreibe den YouTube-Kanal Futorial und Musik mache ich unter dem Namen Tavengo. Ich habe mir gerade ein neues Studio gebaut und ich mache ganz viel Mixdown und Mastering für andere Künstler und auch hier als Podcast-Mensch bin ich auch aktiv mit euch zwei Halunken. Habe ich irgendwas vergessen? Boah. Nee. Ich bin 34 Jahre alt, Single. Wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann Tinder. Dann habe ich gerade gesagt, ich bin 34. Ich habe mich gerade älter gemacht, als ich bin. Was geht denn mit mir? Ich glaube, ich bin 33. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie alt bist du denn, Sinan? Wann bist du Baujahr? 85. Ja, dann Jungs, bist du 33. Ich weiß gar nicht, wann ihr Geburtstag habt. 17.07. Du weißt nicht, wann wir Geburtstag haben? Ich habe ja kein Insta, kein Facebook mehr. Damit wusste man das ja immer. Wenn 11. Juli bei mir. Ach krass, ich habe 17. Juli. Ich weiß. Ach so. Wir beide sind Krebse, deswegen verstehen wir uns so gut. Ach so, ja. Mensch, wegen der Astrologie. Ganz genau. Mann, das ist ja astrologisch. 85 auch noch, wir sind eigentlich, Nur musikalisch ganz weit voneinander entfernt. Da wären wir schon beim Thema. Basti, stell dich doch mal vor. Oh. Ich habe gerade meinen türkischen Apfel hier getrunken. Leckerer Tee. Mein Name ist Sebastian Schilde. Ich bin 33 Jahre alt. Bin Musikproduzent, DJ und Publishing A&R bei Contour Records. Hallo, du hast etwas vergessen. Ach so, ich mache Club Sounds TV. Nein, du hast was vergessen. Papa, Familie. Ach so, ich bin zweifacher Vater. Das meine ich nicht, du hast immer noch was vergessen. Sinan. Und bin Produzent und Member bei Scooter. Oh ne, Zinger Scheiß, das glaub ich. Ja, Mann. Die Kinder, die kann man mal vergessen, aber du bist bei Scooter, Mann. Du kriegst ein Autogramm, aber voll auf den Penis. Ja, tätowiert bitte. Bitte. Genau, schreibst du deinen Vornamen drauf, dann passt es nämlich auch wieder, denn mein Name ist Sebastian Wenke-Schmiesing. Ich bin Gründer und Betreiber von Danschatz.de. Nein, hör auf, echt? Also geh doch weiter. Produzent und ein Teil von Kalmani & Gray. What the hell was that crap? Und Resident DJ als Marc van Damme. Und seit diesem Wochenende der größte Felix Jehn-Fan und der größte Lena Meyer-Landrut-Fan auf diesem Planeten. Warum? Was ist da los? Ja. Also ich fand das gut. Ja, ich fand das Video, die Videoidee ja mega gut, ne? Ja, 9:16 ist das neue 16:9. Ihr müsst erstmal erklären, worum es geht. Ja, also gerade versucht Sinan. Ja, aber er hat das mal. Machen wir uns erstmal das Intro, oder? Okay, okay, machen wir Intro. Heute gibt's Gulasch auf die Ohren mit der Klangküche. Ja. Schön. Sehr gut. So, jetzt wieso bist du der größte Felix Jehn-Fan und hat er dich angebaggert? Nee, das nicht, aber er war ganz lieb und nett und handzahm zu mir. Ja. Ich hab ihn am Wochenende kennengelernt und durfte nach ihm spielen. Genau. Im Bootshaus in Köln. Ja, genau. Im Bootshaus. Aber ganz ehrlich, ist das Bootshaus nicht eigentlich für richtig harten Sound bekannt? Möchte man meinen, aber es gibt auch Partys mit nicht so hartem Sound da, ne? Das kommt auch mal vor. Geil. Also, so. Nennen Sie es dann Zwinger. Ja, so Lost Frequencies spielte da oder Gestört, aber geil haben da gespielt letztes Jahr. So, dann ist halt wieder auch nicht.
Geht auch nicht die Hardstyle-Party ab. Sinan gerade so. Ja, nix, war Zufall. Hatte jetzt gar nichts mit dem Name-Dropping zu tun. Ja, nee, aber ansonsten war das schon ein krasses Booking, so, weil das halt ausverkauft war. Mega. Und es waren extrem viele Felix-Jähn-Fans da, also vor allen Dingen Klangküchenhörer. Und ja, Klangküchenhörer waren auch da. Yay! Grüße gehen raus an Grüße Danny. Gehen raus. Ja, und also ich habe dann nach Felix aufgelegt in der Main Area und dann habe ich dann nachher noch so tanzte nachher hier Most Wanted Moritz, der tanzte nachher auf der Tanzfläche. Nein, Bizeps Moritz. Ja, der war da so rumeiert und dann so, Alter, komm mal hoch. Und dann ist er hochgekommen, hat seinen Stick geholt und dann haben wir noch Back-to-Back gespielt. Ja, mega. Die letzte Stunde hat es also Abriss gemacht. War echt ein extrem cooles Wochenende und ein cooles Booking auf jeden Fall. Und mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht dazu erzählen, denn ich habe das ausführlich getan schon. Yeah. In unserer Premium-Folge, in unserer aktuellen. Und ja, und das, so da kann ich was zu sagen. Und zwar, ich war ja bei der Premium-Folge dabei. Und das war, ich fand die Folge echt cool. Vor allem, also weil ich dich ja quasi sozusagen interviewt habe zu diesem ganzen Happening. Und du hast ja echt ein paar sehr, sehr interessante Sachen über Felix Jähn, über sein Set und so weiter rausgehauen. Und, Alter, das will ich auch hören, die Premium-Folge. Ja, könnt ihr auch machen. Ja. Was muss ich tun, um sie auch zu hören? Gehst auf unsere Webseite. Wie lautet die? www.dieklangküche.de. Klangküche, Küche mit Ü? Ja, ganz normal. Küche mit Ü, okay. Ein Wort, die okay. Klangküche.de. Bin ich drauf und dann? Dann klickst du da irgendwo so auf Premium rum und dann. Hier, kann ich euch supporten? Mach ich sofort, weil jetzt möchte ich unbedingt hören, über was ihr dort spricht. Ich glaube, du bist noch nicht mal Premium-Hörer, ne? Nee. wie dem auch sei, ihr könnt das machen, ihr könnt das sogar 30 Tage kostenlos testen, also ihr könnt euch da anmelden und dann könnt ihr alle Premium-Folgen, die wir jemals aufgenommen haben, anhören, auch die aktuelle. Und dann habt ihr 30 Tage Zeit, euch wieder abzumelden. Wenn ihr euch nicht abmelden solltet, dann sind wir euch auch nicht böse. Dann freuen wir uns natürlich. Das war sehr nett ausgedrückt. Ja, über jeden Supporter, der macht natürlich auch die Free-Folgen möglich hier, genau, dass das alles so funktioniert. Und an dieser Stelle einmal Dankeschön an alle Premium-Hörer. Ja, Grüße super. Gehen raus. Grüße gehen raus. Ja. Applaus auch. Ich bin der Einzige, der klatscht. Und ich bin auch jetzt Lena Meyer-Landrut-Fan. Warum? Weil. Also, ich fand die schon immer toll. Ich fand die auch schon immer toll. Ja, ich, okay. fand die schon immer gut. Okay. Okay, ja, Leute. Voll sympathisch. Ja. Warum war es so ein Problem? Also, voll sympathisch. Musik voll gut. Ja, für ja. Ich komme gerade nicht mit. Warte. Hä? Ja, du lebst halt in deiner eigenen Welt, ne? Sie ist auch eine hübsche und komm mal raus. Sympathische. Ja, ja, die, die ist hübsch, die ist nett, die ist klug, die macht super Musik, die ist einfach ein fantastischer Künstler. Ich bin, aber die ist zwar ein bisschen edgy, eigentlich ist sie doch das richtige Ding für dich. Also ja, die ist jetzt total. Nicht so, ich finde die total klasse. Die ist jetzt kein, die ist kein Z. Also die ist ein bisschen. Nö. Die hier mit diesem ganzen. Mobbing-Zeug da, die wurde ja auch irgendwie da so geärgert und so, hat sie sich ja schon richtig positioniert und so. Echt? Darüber wollte ich aber gar nicht sprechen. Die gute Dame hat eine neue Single veröffentlicht, ich glaube am Freitag war das, ne? Mhm. Und die da heißt Don't Lie to Me und jetzt. Coole Nummer. Habe ich noch gar nicht gehört. Jetzt, ihr wollt mich doch triggern, oder? Nee. Nee, Sinan. Ah, okay. Wir können auch, also ihr wir meint können das auch, ernst? Wir können auch Musik beurteilen, die nicht. Super. Ja, genau, wir können auch Musik beurteilen, die jetzt nicht EDM ist. Also auch Popmusik können, zumindest Sebastian und ich können das. Ja, weil ich ja nur EDM höre. Trigger, Trigger. Ja, das kommt davon, wenn man nur Dimitri Vegas und Like Mike feiert. Boah. Schön, ist das schön. Die Nummer. Entschuldigung, ich habe irgendwas gedrückt. Ach, warte. Ja, jetzt musst du es auch nicht mehr bringen. Hashtag fail. Ja, erzähl mal weiter mit Lena. Ja, die hat eine Single rausgebracht und das Besondere jetzt an dieser Single. Lass mich raten. Offizielle Musikvideo dazu. Ist, wurde nicht im 16:9 Format veröffentlicht. Sondern? Im 9:16 Format. Mega. Also hochkant. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich weiß nicht. Soll ich mal hier in Instagram fragen, was der ja, Mr. Drin? Paul Ripke hat das ja gedreht. Mensch, warte, wie kommt man auf so eine geniale Idee? Warte, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ist es vielleicht wie die Musik einfach voll auf die Zielgruppe orientiert? Mensch!
Also ich finde die Idee super. Ja, ich habe das Video gut, auch gesehen ja. und ich fand es echt geil. Ja, weil ganz ehrlich, die Leute hören mittlerweile nur noch über Smartphone. Und genau. YouTube, Smartphone findet alles statt und dann für das Video drauf zu trimmen. Gute Musik muss man auf guten Smartphones hören. Das ist einfach geil. Alter, jetzt ist aber das ist doch, das ist doch, auf YouTube ist das aber Fail, oder? Also da sieht es natürlich doof aus. Nein, wenn du es groß machst, passt sich das sofort an. Heavy. Was auf dem Desktop? Also auf dem Desktop natürlich nicht, aber auf dem Handy. Auf dem Handy, auf dem Desktop sieht es scheiße aus. Ja, ja aber Desktop, ja eh keiner was ist mehr denn auf Desktop? Laptop, ja. Desktop, sowas. Weißt du, was jetzt noch der nächste Schritt wäre? wenn du zwei Versionen machst von dem Video. Eins für Instagram und eins für YouTube. Ganz genau. Kommt, ja, aber ist wahrscheinlich. Heute sind die noch nicht. Ja. Aber zeichnet sich hier vielleicht ein neuer Trend ab? Fragezeichen. Also ich finde die Idee mega. Ja. Ja, die hat, ich habe gerade mal geschaut, 2,6 Millionen Instagram-Follower. Ist natürlich super, wenn die das macht. Wenn Florian Silbereisen ein neues Musikvideo raushaut, dann würde ich sagen, mach's noch im 16 zu 9 Format. Klassisch, genau. Weil deine Zielgruppe, die Rentner, die ja, sind jetzt nicht so auf Instagram unterwegs. Aber prinzipiell so Zielgruppe, alles, was unter 25 ist, gute Idee. Finde ich auch. Ja. Wollen mal beobachten, ob das ein Trend wird vielleicht. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ja. Aber jetzt mal ernsthaft ziehen. Also hör dir mal die, nicht die aktuelle Single an von der, sondern die davor war. Die war voll gut, ey. Finde ich auch. Ja, bestimmt. Ich kann gerade nicht so richtig, ich weiß gerade nicht, in welcher Ebene wir uns bewegen. Deswegen. Ernst, ich meine das ernst. Sarkasmus, oder? Ja, ich komme gerade überhaupt nicht mehr mit. Also. Okay, das ernst, gut, okay, ich. Ja. Also, ich habe noch nie ein Lied von der gehört, was ich ansatzweise. Thank you, heißt sie. Thank you, okay. Ja. Gut. Ich finde die auch gut. Hör ich mir mal an, warum auch immer aber ich tue es mal. Kannst du ja mal in deine Free-Jazz-Playlist mit reinnehmen, so zwischendurch. Ich sehe gerade in den Credits, sie wurde auch geschrieben von Jessica Glein. Das ist doch diese bekannte Jess Glein, ist das? Mhm, das ist genau. Doch diese, cool, genau. Warum hat die Nummer nicht gesungen? Die hat es geschrieben als Songwriterin. Ja, cool. Was, jetzt ist cool? Ja, super cool. Voll die gute Künstlerin, super Projekt. Die. Was? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ist ja ehrlich. Also, alles, was nicht 128 BPM ist, hast du noch nee, schon keine Meinung nicht. Mehr. Oder was? Ey, als ob. Als ob. Warte mal ganz kurz. Wer packt denn bei uns auf die Playlist am meisten Songs drauf, die nicht 128 BPM sind? Jetzt mal ganz ehrlich. Also das, oder die, warte mal, deswegen, ich komme gerade echt nicht mit. Auf der einen Seite verarschst du mich. So. Nee, keiner verarscht. Doch, du verarschst du mich. Hast du sagst so, nur wenn es kein EDM ist. Als würde ich nur EDM, ich überhaupt kein EDM mehr. Auf EDM kommt dann nur noch Scheiße raus. So. Aber warum hast du denn schon eine negative Meinung über Lena Meyer Landrut, wenn du noch nicht einmal das Lied gehört hast? Das aktuelle Lied habe ich mir angehört. Hashtag Vorurteile. Nein, das aktuelle Lied, das mit dem Hochkant-Video, habe ich mir angehört. Und es hört sich für mich an wie, ja, wir wollen jetzt so klingen wie so ein bisschen so mehr US-Style. Wir wollen so das, ich weiß nicht, was ist das für ein Lied? Keine Ahnung. Da haben so 20 Leute irgendwie mit dran rumgedoktert und das ist halt jetzt so ein Lied. Keine Ahnung. Ist das jetzt. Alter, bist du musikbehindert oder was? Das ist doch voll die gute Komposition. Nee, das ist nicht die Frage. Hörst du das nicht? Das ist nicht die Frage. Bist du musikbehindert? Ist okay, pass auf, dann lassen. Ist das handwerklich gut gemacht? Bestimmt, ja. Kann gut sein. Interessiert mich handwerklich gut gemacht irgendwie jetzt? Ist das neue Kriterium? Gerade du bist doch gerade derjenige, der super Sound. Bist das super? Ja, so, wir sind an einem Punkt angekommen. Ich kann dir, ja, jeden Tag kann ich dir 20 Songs zeigen, die handwerklich gut gemacht sind, die du noch nie zuvor gehört hast. Kann ich dir das zeigen. Aber ich sag ja nicht dann zu allen 20 per se, die sind scheiße. Aber das ist ja nicht die Frage, sondern warum reden wir über Lena Meyer-Landrut mit einem Song, der gut gemacht ist? Warum? Was ist der Aufhänger? Warum? Verstehe ich. Das Musikvideo war eine tolle Nummer. Ja. Warte ganz kurz. Ich zeige euch auch tolle Nummern, die interessieren euch aber nicht. Das stimmt gar nicht. Zeig mir eine Nummer, die gut ist, die ich noch nie gehört habe. Da sage ich auch, das ist gut. Also, nee. Das Erste, was gemacht wird, ist gucken, wie viele Streams hat die. Wenn die nicht relevant ist, next. Alter. Doch. Also, ich kann jetzt mal ganz konkret sagen, jetzt, also die Lena Meyer-Landrut, aktuelle Single habe ich noch nicht gehört, aber die davor, Thank You. Mhm. Die habe ich im Radio gehört und ich habe gar nicht gecheckt, dass das Lena Meyer-Landrut ist. Und dann habe ich die irgendwie ein zweites Mal gehört und dann habe ich mal
gegoogelt, welcher Song das überhaupt ist. Und oh, das ist ja Lena, habe ich dann festgestellt. Okay. Und ich bin über die gute Produktion und Komposition und weil es ein Ohrwurm ist, bin ich auf den Song gekommen. Ja, okay. Ja. Dann, warte, wir kürzen es einfach ab. Ich bin wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe. Ja. Ach, Quatsch. Das hat auch nichts mit Zielgruppe zu tun. Entweder gefällt einem ein Song oder er gefällt einem nicht. Ja. Man sollte bloß nicht mit zu viel Gedanken an einer Nummer rangehen, nee, wie viele Leute nur daran beteiligt sind. Oder nee, also ich höre das ja. Ich habe da noch ein Beispiel. Hör es mir einfach an und wenn du Kinder hast, ne, dann kommst du auch automatisch mit Kindermusik in Berührung irgendwann. Und selbst da kannst du sagen, ey, das ist ein guter Song und das ist kein guter Song. Ja. Selbst bei dieser Kindermusik, die für Vierjährige geschrieben ist. Ja, aber nochmal. Also, bin ich auch nicht Zielgruppe. Also pass auf, anders gefragt. Deine Argumente sind jetzt gerade ausgegangen. Ich zeig dir einen Song und du gehst den systematisch durch. Du sagst, okay, der ist gut geschrieben, die Vocals sind gut, die Melodie ist eingängig und das macht, also wenn das jedes einzelne Komponente gut ist, dann ist das ein guter Song, richtig? Genau. Nein, das ist erst ein guter Song, aber wenn er einem gefällt. Aber ist es für dich dann schon ausreichend, dass er dir gefällt? Nein. Ja, das kannst du nicht so mit Worten beschreiben. Das ist ja auch ein. Das ist ein Emotion. Gefühl. Aha. Genau. Aha. Gut. Ja, was? Aha. Ja, genau, darauf will ich hinaus. Nee, wir können trotzdem sagen. Ich fühle bei der Nummer nichts. Ich fühle da nichts. Ich höre, habe die neue Nummer von Lena Meyer-Landrut mir angehört. Ja. Und ich höre, gut gemacht, gut bearbeitet, gutes Video. Ich höre es mir alles an. Es ist die einzelnen Teile sind alle gut, ne? Und ich fühle genau gar nichts. Ich fühle, ja, ich weiß nicht. Ich du bist weiß musikbehindert. Nicht. Nee, so. Darauf läuft es hinaus. Du bist gefühlskalt. Das ist Alter, so. Das ist jetzt aber auch, Alter. Basti, hör mal auf damit. Ey. Das ist jetzt. Also, weißt das du, ist echt. Guck mal, ganz ehrlich. Wo treffen wir ab, Alter? Ja, keine Ahnung. Also. Ist Musikgeschmack, da kannst du stundenlang drüber streiten. Das macht da überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ja, eben. Und ja. ich höre daraus, ich weiß nicht, was die transportieren will. Keine Ahnung. Höre ich ja, nichts raus. So. Ja, muss man vielleicht auch den Text auch mal achten und so. Ja, gebe ich ganz ehrlich zu, bin nicht wirklich textmäßig interessiert. Also habe ich tatsächlich bei mir schon gemerkt, dass ich Texte in der Regel überhöre. Mir geht es mehr so darum, wie ist die Melodie, die Wörter, so wie die ja zueinander passen und so. Aber inhaltlich ist Text mir fast immer eigentlich egal. Hat sehr wenig Einfluss auf das, ob ich es gut finde oder nicht. Ich packe die beiden Songs mal jetzt, also Thank You und die neue, auf unsere Playlist. Und dann hören wir die mal in der Premium-Folge in der nächsten Mal. Danke. Und dann gucken wir mal, ob du dabei Emotionen spüren kannst. Ja, ich bin ja musikbehindert, geht ja nicht. Ja, das kann man auch vielleicht therapieren, oder? Weiß ja, ich nicht. Vielleicht. Alter, was ist denn hier los, Leute? Ja, ich so, wir machen keine ein bisschen Adam Bayer. Also, weißt du, was ich nicht verstehe? Ja. Ich komme doch jede Woche mit Songs um die Ecke, die mich krass berühren, wo ich voll die Emotionen. Wie kann man denn dann sagen, dass ich musikbehindert bin, nur weil ich bei irgendeiner Nummer halt nichts fühle? Was soll ich denn da sagen? Sinan, um dich anzutriggern. Aber ohne um Scheiß. Dich zu ärgern. Ja, schaffst du. Ja, du machst es einen auch echt einfach, Sinan. Ja, gut. Worauf willst du hinaus? Ja, weil das ist ja auch ein bisschen so auffallend mittlerweile. Also Zed und Lena, das ist ja eigentlich der gleiche Sound. So, ne? Und über beides hatest du ab so. Ist das derselbe Sound? Keine Ahnung. Deswegen versuchen wir mal rauszufinden, woran das eigentlich liegt. Ja, habe ich... Ich habe deine Instagram-Story heute gestern gesehen und ich muss sagen, Wicked Games, was eine Nummer, ne? Ja. Was denn Wicked Games? Habe ich was Wicked verpasst? Games. Ja, das ist so ein Klassiker, kennst du doch. Klassiker ist eine Nummer, die ich gepostet habe. Ist eine Coverversion davon, die ich extrem krass finde. Nein. Wicked Games war im Original von. Oh, wie heißt er? War so ein Typ. Anna Nacklapp oder wie? Das Ding. Von Chris Isaac war das, oder? Ja, genau, Chris Isaac, ja. War das Chris Isaac? Ja, müsste der sein. Ich pack die Nummer ja, genau. Ich pack Chris das Isaac, Cover Wicked das, das hatte genau. ich eh schon vor, das Siehste. Wollte ich auf die Playlist packen. Dann lass mal das Original und das Cover mit draufknallen. Was für eine unsterbliche, geile Nummer. Finde ich aber gar nicht auf Spotify. Wicked Game. Wicked Games, finde ich. Nee, Wicked Game. Ah, Wicked Game, ja. Okay, anderer Song. Und dann die Coverversion war von Ursin
Vulpin, glaube ich, auch irgendwie. Genau. Die soll ich draufpacken. Ja. Ja, und das Original von Chris Isaak. Ist ja mega. Wobei ich die Coverversion echt noch krasser finde. Die. Oh, Moment, hier geht was an. Hey. Klingt wie ein Porno. Nee, ist Rick and Morty, läuft im Hintergrund. Mega. Englisch oder Deutsch? Läuft gerade auf Deutsch. Ah, okay. Welche Folge? Ich habe es einfach nur im Hintergrund angemacht, damit ein bisschen was im Hintergrund. Ist gut, so oder? Bildtechnisch. Rick and Morty ist einfach geil, oder? Ja. Ich finde es sehr, sehr, sehr lustig und aber auch irgendwie so genial. Also, es ist, ne, genial. Es ist einfach halt die fucking genialste Sendung überhaupt. Und es ist halt total abgedreht, ne? Es ist so, ja, und du denkst dir immer wieder, Alter. Wie, es ist jetzt, so weird und so geil. Echt aber irgendwie am Ende kommt es doch irgendwie alles wieder zusammen. Ganz geil. Richtig gut. So, Leute. Jetzt kommt mal schön wieder. Mit euch. Ich wünsche euch einen schönen. Jetzt kommt mal wieder was, was wir lange vernachlässigt haben. Und zwar haben uns auch ein paar Hörer Voice-Nachrichten geschickt an unsere allseits bekannte Telefonnummer, die da lautet. Kein Plan. Weiß ich nicht, okay. Müsste ich nachgucken. Ja. Wir haben Sinan gerade jetzt volle Elle runtergesetzt, ey. Voll down. Okay, warte. Ich gucke jetzt mal eben nach, wie unsere Telefonnummer lautet. Soll ich die erste Sprache schon mal abspielen? Alter, wenn du dir die Motivationslevel von Sinan, Alter, ist echt so. Soll ich die neue Nachricht abspielen? Wie heißt der nochmal der Roboter Marvin. Bei? Hä? Marvin. Marvin, genau. Ja. Du klingst gerade echt so wie Marvin. Ja, das habt ihr gut hingekriegt. Also Sinan kann man mit ein, zwei glatt gebügelten Popnummern einfach so wegbashen, das ist so easy. Also, ich lese mal eben unsere Telefonnummer vor. Wenn ihr uns eine Voice-Nachricht schicken wollt, könnt ihr das machen an, also per WhatsApp sozusagen, an 0178 58 52 970. Genau. Und das haben auch ein paar gemacht und ich glaube, den Rest dieser Folge beschäftigen wir uns damit, oder? Weiß ich nicht, das sind drei Stück, die ich jetzt mal. Wir haben noch nicht mal reingehört, oder? Nee. In die, genau, das jetzt, also. Kann richtig schief gehen. Wenn jetzt irgendwelche Hassmails, Hassbotschaften kommen, dann müssen wir was rausschneiden. Moin, liebe Klangküche, mein Name ist Vincent, ich komme aus Hamburg und bin jetzt 20 Jahre alt. Erstmal würde ich sagen, ich feiere meinen Podcast echt. Jedes Mal höre ich den im Auto. Macht auf jeden Fall Laune. Werde es leider nicht schaffen, euch live auf der Mixcom zu sehen. Und meine Frage ist, jetzt mal etwas, also ein kleines bisschen anderes, und zwar eine technische Frage. Es geht darum, Podcast und Einrichtung von einem Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr das so besprechen möchtet, aber wie, weil ich möchte halt nämlich auch einen Podcast starten. Ich würde halt 4 die Woche machen wollen. 2 sind halt rein Musik-Podcasts, also so nach dem Motto Hell Deep Radio und so in diese Richtung, einfach so quasi eine Stunde lang Mix und das 2-mal die Woche und 2-mal die Woche halt ein Podcast, wo ich mit Freunden rede über dies, das und jenes. Und ich wollte einmal fragen, wie macht ihr das, über welchen Anbieter und wie funktioniert das, wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurem Premium-Podcast eure Musik drin habt, wie muss man sich die Lizenzen kaufen und was passiert mit Remix und Bootlegs und so weiter, weil ich glaube, das muss man ja auf jeden Fall beachten, bevor man da in irgendwelche legalen Probleme hineinverläuft. Genau. Ich weiß nicht, wenn ihr das einmal kurz irgendwie ansprechen könntet, wie gesagt, was für einen Service ihr benutzt und wie ihr das macht mit den Musikrechten, das wäre super cool. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß auf der MixCon. Unterhaltet die Masse schön. Und ja, ich freue mich schon. Tschö. Klappt immer richtig gut mit den 30 Sekunden. Ja, der war auch schon einen Tag älter, die Nachricht. Ja, ja, klar. Wir müssen ja nachholen. Wir haben ein bisschen ja. Wir hatten jetzt die Artikel 13 Special und da noch dies, das. Deswegen jetzt nachgeholt. Ja. Achso, Artikel 13, da müssen wir gleich auch nochmal kommen. Ganz kurz mal ein Update geben, ja. Update geben, ja. Weil aufgrund unseres Podcasts hat sich die CDU nämlich bewegt. Ne? Ja. Aber nur Nebelkerze. Ja. Zu seiner Frage, können wir ganz kurz eigentlich, aber machen wir ganz schnell, ne? Also ja. du hast, wie heißt der Anbieter, bei dem wir das machen? Wir machen das über Podig, also einfach mal googeln Podig. Da kannst du deinen Podcast dann hochladen und die ganzen Metadaten allein geben und die machen das so, dass der Podcast dann auf iTunes erscheint, auf Spotify und also ein Podcast-Vertrieb quasi. Genau, und wie ein Label sozusagen. Und was kostet dieser Service? Ich glaube, das geht Geld. Bei 29 € los im Monat und wir haben so ein Paket 50 €.
Je nachdem, wie viele Minuten Podcast du aufnimmst. Wenn du 4 Podcasts in der Woche aufnehmen willst, kann ich jetzt schon sagen, brauchst du auch dieses 50-Euro-Paket. Ja. Und mit Musik ist natürlich in den iTunes und Spotify Podcast geht das nicht. Also da kannst du keine Musik abspielen. Das, da gibt es noch kein Lizenzmodell von denen. Ne? Na, nee, also wir haben auch schon Free-Folgen gehabt, wo wir Musik abgespielt haben. Mhm. Das hat funktioniert. Okay. Aber rein rechtlich, rein theoretisch musst du dann GEMA bezahlen, glaube ich. Ja, also du musst vor allem auch natürlich gucken, glaube ich, wieder so rein rechtlich, wenn du jetzt einen Musikpodcast machst, wo du also quasi einen Mix, dann geht das, glaube ich, nicht ja. so ohne weiteres, ne? Aber bin ich doch überfragt. Auch, Moment, wenn Jan du Like macht doch auch Like Kender Radio und das kommt auch bei iTunes immer, der macht auch so ein... Ja, da ist nichts angefragt, das ist halt einfach machen und hoffen, dass nichts passiert, die meisten ja. dulden das, okay. aber rechtens ist es eigentlich nicht. Also theoretisch, jetzt sind wir beim Artikel 13, dürfte das in Zukunft nicht mehr möglich sein. Genau. Weil dann verstößt du ganz klar gegen Artikel 13 Urheberrecht und da muss, es wird auf einmal Spotify oder iTunes wird haftbar und da werden die sich gegen wehren. Genau. Ja, wir können ja ganz kurz nochmal sagen, die CDU hatte jetzt einen neuen Vorschlag, dass sie nicht mehr, also die wollen das europaweit doch schon alles durchjagen jetzt, ne? Also unverändert. Genau. Ja. Haben dann aber gesagt, aber wenn wir das dann übernehmen in nationales Recht, also ne, das wird ja EU-weit beschlossen. Beschlossen. Und dann wird das quasi so auf nationaler Ebene adaptiert. Und dann haben sie gesagt, ja und da lassen wir dann die Upload-Filter weg und machen so unser eigenes Ding. Was natürlich total hirnrissig ist, weil man sich ja. eins immer ja, bedenkt, eins muss man sich überlegen. Das Internet, ne, das macht ja nicht an der deutschen Grenze Halt. Da ist ja, ja keine Grenze. Das ist ja nicht so, also ne, dann müsstest du anfangen wieder mit irgendwelchen Regionalcodes ja. und hier, wie heißt das, Geoblocking. Also sobald du dann, keine Ahnung, im Saarland ja, die eine Straße zu weit bist, dann das ist so ja. eine Schwachsinnsidee. Ja, weil auch Europarecht bricht nationales Recht. Ne? Also ja. das Europarecht ist immer höher angesiedelt. Und ich glaube, die CDU, es gibt ja diesen Hashtag nie mehr CDU und das ist ja echt groß geworden mittlerweile. Ja, ja jetzt versuchen sie da irgendwie so, die versuchen zu beschwichtigen. Die versuchen genau. die Leute, hey, das wollen wir gar nicht und so. Aber es ist scheiße, immer noch nicht CDU wählen, Leute. Ja, so. Es gab, glaube ich, gestern eine Bundestagsdebatte über Artikel 13 und die, die Oppositionsparteien, die haben das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Die haben gesagt, in der CDU herrscht zu dem Thema auch blanke Inkompetenz. Ja. Ja, und das Gefühl habe ich auch. Also da reden manche Leute so ein Zeug, das überhaupt nicht mit der Realität zusammenpasst, ne? Und weil das auch ein komplexes Thema ist, aber das ist eine andere Geschichte. Was man sich grundsätzlich mal fragen muss bei sowas, ne? Also du hast eine Entscheidung jetzt von der CDU, die ist ja, kann man ja sagen, jetzt so in der jüngeren Bevölkerung und in der breiten Bevölkerung unpopulär. Ne, die Upload-Filter sind jetzt nicht gerade beliebt, kann man so sagen, richtig? Kann man so sagen, ja. So, aber die wollen die trotzdem durchdrücken. Und jetzt musst du dir die Frage mal stellen, warum eigentlich, ne? Ja. Weil natürlich Verlage da schon krass hinterher Druck sind. Machen. Und die natürlich harte ja. Lobbyarbeit machen und den Politikern ja. sagen, wir brauchen das, wir brauchen das, wir natürlich. Brauchen das. Und das finde ich echt schon krass, wie die auf die hören. Also so das ist ja okay, du musst dich von allen Seiten beraten lassen, aber was die dann da tatsächlich so für eine Macht haben, dass die das ja auch so beschleunigen wollten, jetzt die Abstimmung und durchdrücken und so, das finde ich schon echt krass. Also, das ist halt Politik, ne? Ja, das was ist, da so im Hintergrund, also wie das passiert und so. Das Lobbyismus-Problem in Deutschland ist ja echt auch eigentlich ziemlich groß, ne? Aber ja. Wir sind jetzt kein Politik-Podcast. Ich sag nur Hotelle FDP. Ja, Mövenpick. Hashtag Mövenpick. Ja, Hashtag Mövenpick. Mövenpick-Steuer, ja. Tja. Genau, haben wir die Fragen beantwortet von dem Vincent? Ja, haben wir. Ja. Genau. Also ach so, Musik- zu guter Letzt, Podcast, Vincent, ja. Musikpodcast, lass es sein. Und Quatsch-Podcast gibt es auch schon zu viele, lass es sein. nee, Podcast ist ja cool, aber was ich noch sagen wollte, unsere Premium-Folgen, die sind ja nicht öffentlich. Also die machen wir sozusagen, verteilen wir die privat an einzelne User. Und die sind ja nicht öffentlich zugänglich. Und von daher können wir da, oder wir machen es einfach, spielen wir Musik ab. Aber ich glaube, es geht auch. Also wir machen es ja auch... weil wir es nicht öffentlich ins Netz stellen. Und wir berufen uns da ja ganz klar aufs Zitierrecht. Ne? Also es ist ja nicht ja. die Musik, die ist ja nicht, dient ja nicht als Unterhaltung wie bei einer ja. Radioshow, sondern ja. Wir spielen was an, reden darüber. Das macht es rein rechtlich nochmal sehr, macht einen großen Unterschied. Genau, also wenn noch. Das ist so, ihr kennt das vielleicht aus von Stefan Raab damals. Sie hat ja Ausschnitte gezeigt aus anderen TV-Sendungen und hat dann drüber gesprochen. Das ist dann... drüber. Ja. Hat das journalistisch bearbeitet.
Genau, in dem Moment. Sich drüber lustig machen, ja. Zitierst du, musst die Quelle sozusagen nennen und dann ist das in Ordnung. Und wenn du aber ein DJ-Set hochlädst irgendwo, das ist, glaube ich, schon ein bisschen was anderes. Aber frag am besten mal einen Juristen. Nicht uns, Hi-Upais. Ja. 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 So. Next. Next. Hallo, liebe Klangküche, Jonas hier. Und zwar habe ich mal eine Frage an euch. Es gibt ja so die Fraktion DJs, die sehr darauf bedacht ist, beim Mixen keine Fehler zu machen, also möglichst clean zu mixen. Das heißt, die machen keine Experimente, die scratchen nicht, machen alles relativ sicher, keine kurzen, risikoreichen Übergänge und so weiter. Und dann gibt es ja noch die Fraktion DJs, die so alles sehr on the fly macht, auch gerade natürlich im Bereich Effekte, Scratchen und so weiter sehr aktiv ist, beispielsweise Laidback Luke. Und da wollte ich euch mal die Frage stellen, was von beidem ihr so präferiert. Man hört ja häufig so auf den Mainstages dieser Welt ziemlich weichgespielte Sets, also da ist alles wirklich auf die Sekunde geplant und die Tracks sind auch so zurechtgeschnitten, dass man praktisch gar keinen Fehler machen kann, man muss nur auf Play drücken und das Beatmatchen sollte dann eigentlich mittlerweile auch drin sein. Aber es gibt halt auch diese Leute wie Laidback Luke, wie gesagt, die eben sogar zugeben, dass sie viel live machen, beziehungsweise viel an Effekten nutzen und so weiter, um eben halt den Leuten zu zeigen, dass die auch wirklich live mixen. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich habe da so eine andere Auffassung. Ich bin nicht der Ansicht, dass DJs unbedingt auflegen müssen und dann beweisen müssen, dass sie etwas live machen, weil im Grunde genommen geht es ja für die allermeisten, sei denn man ist jetzt Martin Garrix oder so, geht es ja darum eben halt, dass die Leute Spaß haben und dass die Leute so gesehen die Musik hören, die sie wollen, beziehungsweise von neuer Musik überrascht werden. Also halt die typischen Job eines DJs. Und eben halt nicht den Leuten zu beweisen, was man alles kann und ja, wie toll man doch eigentlich ist. Also das fand ich ein bisschen seltsam. Würde ich mal gerne eure Meinung zu hören. Sebastians Meinung kenne ich ja dazu schon, aber ich bin nur auf den Rest gespannt. Ja, Sebi hat Pause. Aber die anderen kennen ja deine Meinung noch nicht. Also, ist ein Thema für dich, Sinan, ne? Ich kann da was zu sagen oder hat jemand Bock, da irgendwie reinzugrätschen und mir sagen, nee, dass ich behindert bin oder so. Kommt noch. Ja, also, das kommt doch noch, wenn du die ersten Sätze loslässt. Ja, eben. Also, ich kann aus meiner Ansicht, das ist so, dass ich sage, das hat sich mit der Zeit tatsächlich geändert. Also früher hätte ich auch gesagt, ich will ein gutes Set hören, ne? Also ein sauberes, gutes Set, aber das war zu der Zeit, wo ein sauberes, gutes Set spielen auch noch ein Skill war. Also, ne, das ist, wenn ich jetzt so überlege, früher noch mit Vinyl und so, dann, du musstest einfach gut beatmatchen und du musstest die Nadel an der richtigen Stelle droppen und das, also, ne, du hattest ja keine optische Hilfe, das heißt, ein sauberes Set spielen war schon beeindruckend genug. Jetzt ist es aber so, Ein cleanes Set spielen ist halt gar nichts. Du kannst es pre-recorden, du kannst es dir so vorbereiten, dass es wirklich, dass du es jedem Typen innerhalb von einer Woche beibringen könntest, das so abzufeuern, ja, mal ein paar Cue-Points drücken. So. Und das hat meine Meinung tatsächlich ein bisschen geändert, dass ich sage, jetzt finde ich, obwohl ich jetzt vielleicht so ein Laidback-Luke-Set manchmal von den Effekten was überladen finde und auch von der Track-Auswahl vielleicht ein bisschen chaotisch und so, aber ich finde es tatsächlich mittlerweile besser als so ein komplett vordefiniertes Set, weil was der Zuhörer hier gesagt hat, eigentlich geht es ja nur darum, dass man das gut hören kann, aber ganz ehrlich, dann brauche ich einen Typen nicht. Also dann kann ich es auch vorbereiten und abspielen. Dann verstehe ich nicht, warum der Typ da vorne noch stehen muss. Ich bin halt nicht jemand, mich beeindruckt nicht, wenn ein berühmter Mensch vorne steht. Das juckt mich nicht. Also dann muss der doch irgendwas machen. Deswegen bin ich dann eher Fraktion Laidback Luke, obwohl. Ja, nee, das ist Zirkus, das gucke ich mir woanders an, aber nicht bei einem Festival. Aber weißt du was? Ja, aber ich bin dann eher bei der Fraktion, dass ich sage, unterhalt mich mit irgendwas, was du machst, selbst wenn es musikalisch nicht perfekt ist. Ja, dann müssen wir sogar, da kann man sogar über die Meta-Ebene sprechen. Und zwar ist das ja ein allgemeines Problem von DJs, ne? Die stehen dann halt, man kennt das ja aus Fernsehsendungen oder so, weißt du, dann müssen da irgendwie DJs in so einer Morningshow im TV auftreten, haben dann da zwei CD-Player, die nicht angeschlossen sind. Und was sollen die dann machen? Dann spielen die ein bisschen so assi da rum. Aber das ist ja von vornherein schon echt Hampelmann eigentlich, ne? Der richtige Musiker, also hier, der Instrumente gespielt hat auf der Bühne, also ein Freddie Mercury oder so, der hat halt die Bühne genutzt. Alter, hast du Bohemian Rhapsody gesehen? Mega gut. Alter, mega gut. Ja, aber das ist der DJ steht dann halt hinter seinen zwei CD-Playern. Das ist halt ein bisschen Panne. So. Oder hinter den Keyboards. Das liegt, ja, das ist schon, das liegt ja auch in der Natur der Sache, dass er eingeschränkt ist in seiner Performance, ne?
Ist so. Aber obwohl, man muss wirklich sagen, also Salvatore Ganacci, der bricht gerade dieses Aber halt mit was? Also mit Comedy. Aber ja, du kannst halt natürlich auch was ganz anderes machen. Ne? Du kannst ja, ein bisschen sagen, live. Hast du schon mal Oliver Bozzin gesehen, wenn er da oben steht und seine Synths live spielt? Stefan Bozzin. Stefan Bozzin, ja. Ja, sowas finde ich. Ja, ich hab, also ich für auch den schon, Moment geil, hab, wenn du unten stehst, krasse, kriegst du auch ein Wirrwarr. Also ich habe krasse Sets schon mir angehört von irgendwelchen Techno-Acts auch, die dann live dazu noch was spielen und das hat auch echt gut geklungen. Also da, das muss man auch sagen, also da gibt es einfach krasse Unterschiede. Es gibt Live-Acts, die einfach auch live was können, im EDM-Bereich. Ja. Und das sind aber meistens halt nicht die Garrix und Co. Laidback Lukes. Laidback Luke, ja, ist halt so Oldschool-DJing. Nee, Laidback Luke versucht eigentlich auch da auszubrechen. Also der versucht auch live ein bisschen zu musizieren, sag ich mal jetzt. Aber es gelingt ihm halt leider nicht. Also ich muss das jetzt mal eben erklären. Das ist bei uns schon mittlerweile so ein Running Gag, Laidback Luke Sets anzugucken, weil die teilweise so disharmonisch sind und der mixt dann halt Kraut und Rüben und ganz schnell. Also der macht ja auch irgendwie 40 Songs in 50 Minuten und spielt dann auch zwei Songs übereinander, die komplett nicht zusammenpassen harmonisch und lässt es aber eisenhart laufen. So, ne? Und wenn du ein bisschen Gehör hast für Musik, so dann fallen dir da echt die Ohren ab teilweise. Ne? Okay, dann können wir uns ja darauf einigen. Idee gut, Umsetzung nicht. Na, ausbaufähig, sagen wir es mal. Ja, so. Ja, ja, aber wenn er das jetzt aber, noch, ja, so, da musst du es vorbereiten vielleicht schon. Ja, ja, da, aber dann, oder du musst es vielleicht, muss man mal knallhart sagen, da muss man es vielleicht auch besser können. So. Oder sein lassen. Also ich fange ja auch nicht an zu scratchen jetzt, weil da bin ich auch kein Weltmeister. Ja, ja, gut, aber dann ist halt die nächste Frage, okay, dann hast du halt so Acts, die zum Beispiel, wenn ich mir ein Kashmir-Set angucke, finde ich unfassbar langweilig. Ne? Ja, ja. Also ja. Das letzte, was ich beim Ultra Music Festival gesehen habe, das war wirklich von einem Cue-Point zum nächsten Cue-Point. Also das ist so derbst langweilig für mich. Kann ich mir auch, also, ne, wenn, also, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum man den. Ja, das ist dann also, nur so die Person feiern. Hast, und ich hast du auch eine Meinung? Ja, ich höre euch zu. Mir ist es. Letzten Endes ist es mir persönlich scheißegal, ob der Typ oder die Frau geil auflegt oder nicht. Wenn er es schafft, die richtigen Titel zu spielen und die Menschen zu begeistern, ob er das mit kurzen Übergängen macht oder mit langen Übergängen, ist mir völlig egal. Hauptsache, er rockt die Scheiße. So, das ist für mich Prämisse. Also das okay, ist es dir egal, ob derjenige gerade da ist und das macht oder ob das vorher passiert ist und irgendwie das einfach vom Band kommt? Es kommt drauf an. Also ich war schon immer ein Clubgänger, der in Clubs gegangen ist, wo ein gewisser Act gespielt hat, weil ich einfach auch aus der Zeit komme. A, aus der Vinylzeit und B, wo die Leute halt noch in Clubs gegangen sind, weil halt DJ XY da war. Deswegen war ich immer damals beim Raven, habe ich immer geguckt, okay, geil, wer ist heute irgendwo? Ziegelei, Charlie und Theo, mega. Ja, aber im Atrium haben wir, weiß ich nicht wen. Also man hat dann halt überlegt und hat sich dann schon an die Acts gehalten. Und das Gute ist, in den gewissen Läden gab es halt dann auch schon gute Residents, die auch schon richtig geil eingeheizt haben. So, und da ich halt nun aus der Vinylzeit noch komme, waren halt so kurze Übergänge sehr selten. Ne? Meistens war es halt wirklich dann reinmixen und sehr gut hat mir immer gefallen Bass T. Also Sebastian war echt also einer der geilsten DJs so im Hardtrance Hands-Up-Bereich. Der hat auch immer halt so Kleinigkeiten, so Reinmixing, Vocal reinbringen und ein bisschen so, war halt alles, hat alles gestimmt. Und bei mir ist das Wichtigste, der DJ oder die DJ, die müssen überzeugen mit der Musik. Und gut, ich brauche meine Frage nicht beantwortet, ne? Ich habe ja gefragt, ob es für dich einen Unterschied macht, ob derjenige das gerade macht. Oder ob das vom Band kommt. Macht das irgendeinen Unterschied für dich? Nee, es sollte schon selber gemacht sein. Ja, also das heißt, selbst, also ne, so, also wenn er einfach nur da so rumtanzt und einfach nur einmal Play drückt, es hat einen Beigeschmack. Das ist Verarschung am Kunden. Ja, ja, aber obwohl es de facto da unten stehend keinen Unterschied macht. Na, hast also, du recht. Also eigentlich akustisch schon. Macht das keinen Unterschied. Für den Otto Normalverbraucher macht es keinen Unterschied. Ja, es gibt aber noch so ganz kleine Detailunterschiede. Also wenn du das Set einfach abspielst oder nochmal 1:1 live nachspielen würdest dann im Club,
dann hast du immer noch die Möglichkeit, irgendwie so ein ganz bisschen einzugreifen oder nochmal einen Loop zu setzen und dann nochmal, da machst du an der einen Stelle Mikro, wo du es nicht machen würdest. Ich meine, kannst du auch mit einem Zettel, ich weiß, aber irgendwie ist das noch... Ja, aber das ändert ja für den Hörer. Also, nee, ja, hast du recht, ja. Also theoretisch, aber ich sage, für mich macht das einen himmelweiten Unterschied. Wenn ich jetzt rausfinde von irgendeinem, den ich vielleicht mal mir anhören wollte und ich bin im Club oder auf dem Festival und dann finde ich raus, der hat einfach nur einmal pre-recorded Play gedrückt, dann finde ich den scheiße. Auch wenn es akustisch keinen Unterschied macht. Ich erinnere mich tatsächlich letztes Jahr Ultra Music Festival Kashmir war, glaube ich, pre-recorded. Ja. Ne? Das war so offensichtlich. Ja. Ich glaube noch nicht mal, dass der Cue-Points hatte. Es war einfach nur ein Mix. Es war ein Mix. Abgespielt. Ja. Was du gesehen hast, hat mit dem, was du gehört hast, überhaupt nichts zusammengefasst. Ich fühlte mich persönlich beleidigt, als ich das gesehen habe. Das war einfach schwach. Ja. Das war schwach. Und jetzt habe ich am Freitag Felix gesehen. Also Felix Jehn, der hat live gemixt, aber ich bin mir 100% sicher, dass seine Songs auch in der Reihenfolge schon vorher festgelegt waren. Ne? Also die hat er nicht on the fly ausgesucht. Okay, aber das ist ja Vorbereitung. Fand ich okay. Also das ist schon. Also Kashmir fand ich kacke und im Prinzip hat Felix ja das gleiche gemacht. Aber jetzt live gemacht und das fand ich dann okay. Das fand ich völlig in Ordnung. Ja. Felix magst du, ne? Ist ein Süßer. Ja. Haben wir schon in der Premium-Folge festgestellt. Aber ist wirklich ein netter Typ. Das ist echt interessant, ne? Dass man sagen muss, es macht akustisch gar keinen Unterschied. Ja. Aber gefühlstechnisch ist es quasi alles. Ja, aber das ist auch, der Weg ist das Ziel. Und ob jemand mit Mogeln zum Ziel kommt oder mit ehrlicher Arbeit zum Ziel kommt, das ist der Unterschied. Ja. Ja. Ich sag ja, das ist wie Cheaten. Das ist einfach, das ist furchtbar. Ja, natürlich, genau. Ja. Okay. Okay. Wir haben noch mehr Hörerfragen, oder? Moin, moin, liebes Klangküchen-Team. Moin. Ich habe vor kurzem angefangen, euren Podcast von vorne zu hören und bin deswegen leider jetzt erst bei Folge 44. Da ging es um die Capital Bra-Debatte. Bratan. Und ja. Basti, also Sebastian, hatte dazu ja eine relativ feste Meinung oder meinte, dass ziemlich viele Fans und die diese Musik hören, doof sein müssen, was ja eigentlich an sich auch logisch ist, würde ich behaupten. Aber ich hatte jetzt ein Gegenbeispiel, und zwar, ich bin Resident DJ in einem Club auf der wunderschönen Insel Rügen. Und das sind 3 bis 4 Mal im Jahr Abiturfäden. Also die werden von der Abi-Klasse, von der Abschlussklasse organisiert und dann sind da die meisten Leute dann halt vom Gymnasium oder die Abgänger, die jetzt studieren. Und das ist die Zielgruppe, die sich bei mir am meisten Deutschrap bzw. Capital Bra oder Jizzes oder sonst was, worüber ihr geredet habt, wünschen. Das entspricht ja eigentlich gar nicht dem Bild. Da würde ich gerne noch mal eure Meinung zu hören. Und macht auf jeden Fall weiter so mit dem Podcast. Ich höre das super gerne auf meinen langen Autofahrten. Yeah. Und ja, PS, wo kriege ich günstige FL Studio Keys her? Und wie kann ich ein White Noise reversen? Ja. Tschüss. Tschüss. White Noise reversen, das Tutorial macht demnächst Sinan. Ja, mach ich zusammen mit Tubo. Wie heißt es? Tubo? Tubo. Ja, genau. Grüße gehen raus. Ob die Leute den Podcast eigentlich immer noch so gerne hören, wenn wir so richtig die ersten 20 Minuten richtig miese Stimmung machen? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Meine beiden Kollegen hier verstehen mich manchmal nicht so und müssen dann auf mir rumhacken. Sinan, du hast halt auch einen schlechten Tag erwischt. Heute Morgen hast du unsere Gruppe schon verlassen, weil du beleidigt warst. Und war eine andere Gruppe. Moment, nur, dass die Leute nicht denken. Nicht, dass die Leute denken, ich hätte die Klangküchengruppe verlassen. Ne? Das war so eine, das ist eine, so eine Meme-Gruppe. Meme-Gruppe. Ja, Spam-Gruppe, ja. Ja. Ja, die habe ich verlassen, weil, weiß nicht, gab mir nichts. So, also nochmal bezüglich Capital Bra und den ganzen Kram. Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass die Hörer alle dumm sind. Wenn ich es gemacht habe, dann stimmt es. nein, also pass auf, es gibt einen Unterschied zwischen intellektuell oder halt musikalische Behinderung. Die habe ich ja. Aber ich höre auch kein Capital Bra. Was ist denn jetzt los? Ich kann mal ganz kurz einwerfen. Ich bin auch jemand, der Abitur hat und ein bisschen studiert hat und ich kann sagen, das ist kein Anzeichen oder kein Nachweis für Intelligenz. Nein, also es gibt genug junge Leute, die ein schulisches, erstklassiges Zeugnis besitzen. Ja. Trotz alledem halt einfach dumm sind.
Ja, ich habe ja auch schon gesagt, also ich habe einer, der jetzt seine Doktorarbeit in Physik schreibt und der hört hört Bones MC. Also ich glaube, das geht durch fast alle. Ja, obwohl die große Zielgruppe ist, habe ich heute noch, wer hat das noch gesagt? Nee, Böhmermann hat das erzählt am Wochenende, zwischen 12 und das ist, 18 also so. Man muss mal auch ganz klar sagen, die Zielgruppe, die Capital Bra, Bones MC und Co. die Kohle bringt, das ist jetzt, ich glaube, wenn du da mal einen Test machst, jetzt mal so einfach Bildungsstand, sozialer Hintergrund und so, ich glaube, dann schneiden die nicht so gut ab. Also die jetzt wirklich richtig die Kohle da reindrücken. Gehört wird das natürlich schon irgendwie von mehreren. Habe ich aber auch schon gesagt, dass, also meine Meinung war ja auch eh, dass ich das Gefühl habe, dass Bones MC und Capital Bra und so, die machen ja auch im Prinzip machen die Popmusik. Die machen Popmusik mit einem Assi-Anstrich. Das ist so ein bisschen, kannst du das vergleichen mit so RTL 2 TV, ja? Ja, genau. Das ist so asozialen TV, also so Bauer sucht Frau, oder das ist, glaube ich, RTL, aber so Frauentausch, ne? So, dieses Kaliber. Und das gucken auch. Ich verstehe es auch nicht, ne? Das gucken auch ganz viele Leute, die ich kenne, die auch irgendwie alle studiert haben. Und oder das, dieses Köln 70-30, ja, weiß ich nicht. Das ist halt, die klinken sich damit halt aus. Ja, so. Und also ich glaube auch so, das ist so ein, weiß ich nicht, manche das fühlen ist quasi sich, das moderne Besaufen. Besser. Ja, manche fühlen sich, glaube ich, selber besser, wenn sie einem zuhören oder anschauen, der vermeintlich dümmer ist als sie oder so. Ich glaube, damit stellt man sich irgendwie selber, ich weiß nicht. Also ich stelle das so mit Besaufen mal rein. Also dass man früher auf einer Dorffete oder so sich ordentlich die Kante gegeben hat und das macht man heute halt dann mit Capital Bra. Also Bruder. Vielleicht verstehen wir die Jugend auch nicht von heute. Ach Gott, ist es schon soweit? Ich habe heute Morgen mit einem Kollegen, also DJ-Kollegen, telefoniert und der hat am Wochenende eine Kinderdisco gemacht. So, ne? Gibt's ja manchmal in Diskotheken, nachmittags dann, Sonntagnachmittag. Da kam dann ein Achtjähriger an bei ihm mit einem Zettel, den ihm seine Mutter geschrieben hat. Mhm. Da stand dann drauf, also Musikwunsch, Hobbyhure. Alter. Da wünschte sich ein achtjähriger Junge einen Song namens Hobbyhure. Ne? Mhm. Also was ich damit sagen will, Erziehung. Vielleicht haben wir einfach den Anschluss zu den ganz kleinen Kids verloren. So. Tja. Und vielleicht meinen die das ja auch tatsächlich. Ich meine, aber eigentlich fand ich den Vergleich schon gut. Also dieses Berlin Tag und Nacht und so weiter, das kann ich mir auch nicht angucken. Ne? Grüße genauso an Jan. Aber es gucken trotzdem super viele und finden das gut und fiebern da mit und so weiter. Das ist einfach, manche Sachen kannst du auch einfach nicht erklären. Ist einfach so. Ja, also es zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, aber vermehrt war natürlich schon irgendwie im Unteren anzusiedeln, aber es ist nicht die Hauptzielgruppe, das kann man, glaube ich, sagen. Also es ist die Hauptzielgruppe, aber es gibt noch andere, so meine ich das. Aber also ich kann es mir tatsächlich nicht geben, aber auch nicht wirklich darum, weil es so asozial ist, sondern weil ich wirklich nicht weiß, was Capital Bra von mir will. Also Capital Bra, ne, seine aktuelle Single da, Je m'appelle, heißt sie ja, ne? Ja. Weiß nicht, haben wir die schon mal angehört in der Premium-Folge? Wenn ich bitte nicht, nein, nein, muss nicht. Also für mich ist das mit der schlechteste Song, der in den letzten paar Jahren rausgekommen ist. Mhm. Also echt? Das würde ich so auf den Zettel unterschreiben. Ja. Maßstab für Scheiße. Na, warte ganz kurz, was heißt schlecht jetzt? Handwerklich schlecht oder? Nee, ja, also so schlecht einfach. Einfach Dreck, Scheiße. Müll, Schrott. Aber was jetzt? Also ist jetzt die Melodie ist wahrscheinlich trotzdem okay. Also die Harmonien sind okay. Also, das Instrumental ist gut produziert. Das ist das einzige Positive, was ich da sagen kann. Aber der schon fast Rap, der drauf ist, sonst bist du ja musikalisch behindert. Wenn wir gerade bei dem Punkt behindert sind. Ich bin raus für heute. Ich muss noch was hier ganz Dringendes erledigen. Ihr macht den Scheiß jetzt bitte zu Ende. Hände waschen hinterher, ne? Ein bisschen Wichser bist du, Alter. Hallo? Ich lasse. Druck, ey, ich bin bei Scooter, Mann. Ich lasse jetzt. So in der Kategorie ist jetzt. Nein. Ich habe euch ganz so lieb. Ich höre mir die Premium-Folge an und alles andere auch. Ihr macht den Kram hier bitte noch ordentlich zu Ende. Und dann tickern wir nachher. Wollen wir das so machen? Ja, klar. Machen wir so. Alter, jetzt seid doch nict böse. Bin ich doch gar nicht. Alles gut. Alles klar, hab euch lieb. So, und Sinan, du bist nicht behindert. Du bist etwas ganz Besonderes. Spiel nie Vollbehinderte. Bis später. Lieb euch. Ja, tschüss. Ciao. Wo haben wir denn gerade stehen geblieben? Ja, bei, ach so, ja genau. Instrumental. So, jetzt raus. So, jetzt raus. Also muss ich instrumental wieder voll okay. Aber also was genau findest du? Ich muss ja jetzt nachfragen, weil... Ne? Also ich muss ja jetzt verstehen, ob du es
Gefühlstechnisch scheiße findest oder ist das handwerklich scheiße? Also was er da rappt, so, das ist handwerklich auch Schrott. Ist das. Das okay. ist so ein Geleier und so ein Geseier, dass es einfach nicht mehr gut klingt, in meinen Ohren zumindest. Oh. Aber ist und das, man nicht, muss auch ist sagen, das nicht so, also bei Capital Bra, der säuselt ja immer so rum. Ja, aber da dass ich und so, das ist ja immer, also ist das nicht schon, ja, so dieses, kennst du noch Moneyboy? Moneyboy nee, hat ja, ich auch nie, ja. Ja, aber der hat ja auch mal so extra schlecht gerappt, also so mit richtig schlechten Rhymes. Und das hat so dieses, ja, du hörst das so und du schämst dich halt so ein bisschen für das, was du da hörst. Und das, also es ruft ja eine Reaktion hervor, bei dir ja auch. Du hörst Capital Bra und bei dir kommt so Ekel und keine Ahnung, Gänsehaut oder so, aber die negative kommt ja auf, ne? Und vielleicht ist das so eine Art von Provokation, wenn so ein vermeintlich krasser Typ so eunuchenmäßig, weiß nicht, das ist so befremdlich, dass das vielleicht so eine Faszination auslöst. Keine Ahnung, ist so meine Theorie. Nee, ich glaube, also die Nummer lief ja auch nicht gut. Ne? Also im Vergleich zu den anderen Capital Bra Sachen ist die Nummer ja abgekackt ziemlich schnell. Die okay. war auch nicht auf Platz 1 und so weit sind wir schon, dass wir Capital Bra Songs sind jetzt schon schlecht. Ja, die war auch nicht auf 1. Also, ja, er war ein Flop. Die war auch nicht auf 1. In seinen Maßstäben war die Flop, ja. Okay, ja. ja. Keine Ahnung. Also ja. Ich habe festgestellt, ich hab mich da wirklich ein paar Tage mal so reingehört und mein Gefühl ist, dieses ganze Bones MC, Capital Bra, das ist für mich alles Fake. Das ist richtige Fake-Mucke. Wir haben auch mal Ärger gekriegt von unseren Hörern, wir sollen gar nicht mehr so viel über Deutschrap sprechen. Das ist für mich gar kein Deutschrap. Ach so, okay. Das ist Pop. Das ist, deswegen, ich sag ja, das ist für mich Fake. Das ist kein Deutschrap. Das sind auch keine Rapper, die haben auch nichts zu erzählen. Ein Rapper. Nein, das stimmt ja. Also ein Rapper. Wir müssen mal die neue Nummer 1 in Deutschland an, das ist Mero mit Wolke 10. Habe ich auch noch nicht gehört. Also Mero hat so Baller los. Ja, genau. Aber der hat auch nichts zu sagen. Der hat ja noch gerappt, oder nicht? Ja, der hat gerappt. Ja. Aber die Frage ist, bei Rappern, finde ich, muss die Frage gestellt werden, also jemand, der meint, er ist Rapper, ja, Deutschrapper, Hip-Hopper, keine Ahnung, da muss die Frage gestellt werden, was willst du? Weil ein Rapper, der nichts will, der ist für mich kein Rapper. Der muss ja irgendwas wollen. Der muss, keine Ahnung, der muss. Ich möchte einen Song auf die Playlist packen. Contra K mit Kampfgeist. Sinan, wir wollten nicht mehr über Deutschrap sprechen. Lass uns doch mal das Thema wechseln. Ja, und ich will trotzdem auf die Playlist packen. Hallo, wir packen Lena auf die Playlist. Und ich muss mir Lena anhören. Ja? Welchen Song wolltest du drauf? Contra K, Kampfgeist 4. Okay. Ja, sehr geile Nummer. Kampfgeist 4. Ja. Ja, aus neuer Song sicher. Genau. Muss mir das Video noch angucken. Gibt auch ein Video dazu. Soll wohl auch ganz cool sein. Ja. So, habe ich auf unsere Playlist gepackt. Haben wir dann noch für die letzten 10 Minuten noch ein cooles Thema irgendwie? Fällt dir noch irgendwas ein? Nö, also Sprachnachricht habe ich keine mehr. Also, wir hatten noch irgendwas bekommen, aber dann. Die waren dann irgendwie 2,5 Minuten lang. Da konnte ich jetzt irgendwie im Vorfeld nicht reinhören. Ich guck mal gerade, ob hier noch jemand was geschrieben hat. Den hatten wir. Einer hat geschrieben, hey. Ich habe noch vielleicht so ein Mini-Thema. Und zwar am letzten Wochenende war ja, und das ist ja eigentlich, wir sind ja auch so ein bisschen ein Podcast für elektronische Musik. Und wir sprechen so wenig über elektronische Musik. Wer packt denn Lena auf die Playlist? Es war ja Tomorrowland Winter Edition. Ja. Yeah. Und hat dich das irgendwie tangiert? Ich habe es nicht mal mitbekommen. Ja. ja. Was ist das überhaupt? Es war das Tomorrowland Festival, hat einen Ableger gemacht und zwar, ich glaube, in den französischen Alpen irgendwo. Okay, war es im Skigebiet dann oder was? Ja, genau. Und ich habe ein Foto eigentlich auch nur gesehen, wo die Leute dann alle mit ihren Schneeanzügen und Schneeschuhen sozusagen vor der Stage standen. Und ich weiß nicht genau, ob sich das durchsetzen wird, so langfristig. Ich weiß nicht. Also ich kenne die Après-Ski-Welt so, ne? Das kenne ich, ne? Dass es in bestimmten Skigebieten in Schweiz und Österreich hast du, ne, die sind ja bekannt dafür, dass da quasi ab 15 Uhr kannst du da mal Party machen, die haben teilweise auch riesige Bühnen und so, das kenne ich. Aber jetzt so.
weiß nicht so, also ich kann, ist Tomorrowland noch ein EDM-Festival oder haben die auch schon Hip-Hopper? Keine Ahnung. Nee, ist alles EDM. Also ist noch EDM. Auch, aber jetzt kommt's aber, das hatten wir auch schon mal zum, wieder die aller, also immer dieselben gleichen Verdächtigen, ne? Also ja, ja, okay. Aber, Dimitri aber, Vegas, ja, ja. Afrojack, Armin van Buuren. Okay, aber ist jetzt noch nicht, dass da irgendwie Migos auftreten oder so. Ich glaube nicht. Okay. Nee, nee. Also die Idee ist ja, das Tomorrowland Festival, und das hat ja Ultra auch, oder das Ultra Festival ja auch gemacht, das ist ja irgendwann voll, ne? Also dann haben die ihre 150.000 Tickets also verkauft. Hm. Und mehr Platz ist da ja nicht. Ja. Und wenn du einfach dann das Ding skalieren möchtest, dann musst du halt Ableger gründen, ne? Ja, oder du machst wie Tomorrowland an, verlängerst das auf zwei Wochenende und so, ja. Das ist so eine Mini-Skalierungsstufe, aber Ultra. Demnächst hast du so, dann ist das Tomorrowland-Saison beginnt. Die beginnt dann so im Juli. Die durchgehend. Geht dann bis September. Ja, ja, genau. Ja. Ja, lohnt sich für irgendwann wahrscheinlich, wenn das durchgehend Besuch hat. Weil, weil teuer ist ja der Auf- und Abbau, ne? Ja. Ja. Ja, das machst du dann wie in so einem Freizeitpark. Also ja. So wie hier, Heidepark Soltau und dann und jeden Tag treten einfach DJs auf. Eigentlich, wenn du mal guckst, ne, bei der Festivaldichte, die jetzt herrscht, ist es ja quasi so, nur dass die sich noch voll die Mühe machen, überall die Scheiße auf- und abzubauen. Also das Konzept gibt es eigentlich schon, und zwar in Las Vegas. Ja. Das ist ja ein Freizeitpark, ne, eigentlich so. Und dann jeden Tag sind da ja die Weltstars in irgendwelchen Clubs. Mhm. Aber das ist halt Club, ne? Und das Konzept noch nach draußen bringen sozusagen. Ja. Gute Idee. Toll. Ich habe die Pforte in die Hölle aufgestoßen. Jedenfalls, das Ultra hat das ja gemacht. Es gibt ja irgendwie mittlerweile in 30 Ländern oder so das Ultra Music Festival als Ableger. Und das Tomorrowland hat's ja mal probiert irgendwie mit Tomorrow World und dann Tomorrowland Brasil, aber das wurde ja beides wieder eingestellt. Okay. Und jetzt haben sie versucht, eine Winter Tomorrowland zu machen. Also aber Winter gab es ja immer schon mal so Sachen, ne? Also es gab ja dann früher auch schon immer das dann, weiß nicht, auch so deutsche, früher war es ja nicht so Festival, sondern so Raves oder so, dann gab es so Winter Editions davon. Also genau. Die Idee ist nicht komplett neu. Ich finde halt natürlich, ja, das wird aber niemals so sein wie die Festivals im Sommer, weil ganz ehrlich, Festival gehört halt auch dazu, dass es warm ist, ne? Eben, also wenn du da mit deinen Skistiefeln, die drücken und deinen dicken Schneeanzug da stehst, und dann kannst du dich ja kaum bewegen und so. Ich weiß nicht, ob das so. Und dann, also klar, es ist halt kein, das ist niemals das Feeling, das du im Sommer hast, aber es muss ja eine gewisse Schwelle überschreiten, damit die Leute das gut finden. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das langfristig durchsetzt. Ja, vielleicht ist es ja auch nicht als Konkurrenz zum Sommer gedacht, sondern im Konkurrenz zu nix im Winter. So, wenn die Leute sagen, ja komm, jetzt im Winter ist gerade gar nichts, ja dann halt Tomorrowland Winter Edition, keine Ahnung. Ja. Mich persönlich würde es natürlich nie reizen, weil wenn ich in Skiurlaub gehe, fahre, dann bin ich in der Regel 7 Stunden auf der Piste und penne um 21 Uhr ein. Ja. Ich sehe das immer nur für mich als Sporturlaub, deswegen. Deswegen fahre ich auch immer nach Frankreich in die Skigebiete, weil da gibt es fast keinen Après-Ski. Das war für mich tatsächlich ein Grund, nicht nach Österreich oder Schweiz in Skigebiete zu fahren. Wegen Après-Ski? Ja. Ja. Da kann ich nachvollziehen. Ist halt in der Regel auch nicht jetzt so meine präferierte Musik und ist ja schon eher, ist halt so ein Saufgelage und Grölen und so, ist nicht meine Welt. Ja. Ja, ja, du trinkst auch keinen Alkohol, ne? Oder was? So gut wie gar nichts, ne. Ja, also dann ist eh schon dann ist hart. Das ist schon hart, ja, das kannst du ja gar nicht. Ja. Das war ja der Grund, warum ich mich mit Karneval immer so ein bisschen schwer getan habe. Also Karneval ohne Alkohol ist auch hart. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Nee. Ich bin heute wieder nach Richtung Trier gefahren. Da ist mir aufgefallen, ich bin dann an einem großen Nightliner, nennen die sich die Dinger, glaube ich. So ein großer Bus, ne? Ja. Vorbeigefahren. Da stand fett drauf Queer Beat, die Band, die wir auch mal im Premium-Podcast angehört haben. Ist ja so eine Kölner Karnevalsband. Also die haben einen eigenen Bus. Voll krass. Wusste ich nicht. Ja. Ist natürlich gesponsert von Gaffel Kölsch, so einem Kölner Brauereibetrieb. Aber stand richtig fett. Von allen Seiten war komplett schwarz und stand so richtig fett Queer Beat drauf. Sieht man auch gar nicht so häufig, oder? So, dass so Bands ihre Busse haben.
Ja, wenn die auf Tour sind, schon. Ne? Also ja. Die müssen ja irgendwie von A nach B kommen. Ja. Und das machen die nicht in ihrem privaten Ford Fiesta, sondern da ja, weil dass der dann auch so quasi so bedruckt ist, wahrscheinlich einfach, war wahrscheinlich so ein Sponsorship von Gaffelkölsch oder so, aber fand ich schon irgendwie krass. Also wenn du so auf der Autobahn fährst und dann siehst du so einen fetten Bus von Querbeat. Ja, aber ist ja Werbung, ne? Hast eine Reichweite. Ja, absolut. Sehen ein paar tausend Leute jeden Tag. Möchte dem Joba nachher direkt mal schreiben, das ist der Sänger von denen. Ja. Ich hab deinen Bus gesehen. Voll krass. Ja. Ja, okay, ich würde sagen, ich habe nichts mehr großartig für heute zu erzählen. Und ja. Achso, ich noch eine unangenehme Nachricht. Einer hat noch geschrieben, was mit der Techno-Challenge? Ach so, ja. Genau, Sina, was mit der Techno-Challenge? Ja, ich habe den eigentlich fertig. Ich schick dir mal. Ich habe den hier nochmal auf der Anlage jetzt. Ich habe noch ein paar so Stereo-mäßig, aber nur Mixdown. Eigentlich ist der Track fertig. Ich weiß nicht, Basti muss den wahrscheinlich, muss sein. Den müssen wir jetzt mal unter Druck setzen. Ja, wieso? Aber wenn wir jetzt eher fertig sind als er, haben wir einen Vorteil. Ja, stimmt. Wir nutzen. Ja. Ja, wir machen jetzt eine Deadline und dann. Also, Deadline war ab. Beziehungsweise, wir sagen jetzt einfach, ab jetzt darf man Labels suchen. Ja, das, da gibt es keine Deadline. Darf man sofort. Genau, meine ich ja. Ich meine mit Deadline jetzt. Deadline jetzt. Ab jetzt, ja. Ab jetzt. Die durfte man auch schon letzte Woche. Also ja, okay. Der Sinn war ja irgendwie, wir gucken mal an einem Datum in der Zukunft, wer am meisten Streams hat mit seinem Song. Wenn Basti seinen Track da jetzt nicht fertig kriegt, das ist sein Problem. Ja, genau. Dann muss er die Zeche bezahlen. Ich bin jetzt bei Scooter, ich habe keine Zeit mehr. Ja. Ja. Ich mache jetzt nur noch 40 Minuten Podcast. So ist der drauf. Ich mache jetzt nur noch 160 BPM. Ja. Tja, ja. Aber stimmt, das geht auch gar. Also da muss auch für einen ausgehen, ne? 40 Minuten in den Podcast verlassen oder 45. Ja, das wird hier. Ja. Es gibt Abzüge. Okay, also dann mache ich mal folgenden Vorschlag. Wir hören in der nächsten Premium-Folge rein, die vermutlich zeitgleich mit dieser Folge online gegangen ist. Mhm. Und dann geht meine Arbeit weiter. Und zwar würde ich das Ding dann mal an ein paar Labels schicken. Alles klar, so machen wir das. Und dann werden wir euch auch auf den Laufenden halten in der Premium-Folge, was die dann antworten, falls sie uns antworten werden. Ja, scheiße, ja. Mach mal lieber EDM. Wir brauchen Future Bass. Ihr seid doch ein Techno-Label. Ja, genau. Ein Label finden wir schon, oder? Was meinst du? Boah, ich habe null Erfahrung mit Techno. Ja, Techno ist auch ein eigenes Universum für sich, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da reinkommen. Das ist so Türsteher vor den Labels. Da hast du Berghain, weißt du? Da kommst du einfach, komm ich an der Gesichtskontrolle schon nicht vorbei. Ja. Ich habe kein Tattoo auf der Stirn oder so. Das oder die gucken dann so, dann sagen die so, wer hat das geschrieben? Sebastian und Sinan, dann checken die unsere GEMA und dann sind wir durch. Ja. Dann haben wir keine Chance mehr. Ja. Warte mal, ihr habt hier 5 Millionen Streams hier da. Nee, keine Chance. Ja. Viel zu kommerziell. So nicht, Leute. Wir haben ja kredibil überhaupt nicht. Ja. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, einen schönen Vormittag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.